Ja, hallo und das sind wir wieder. So, ja, ich entschuldige mich gleich fürs letzte Video. Da ist mir bei der Auflösung irgendwas schief gegangen. Wollte da nicht das wieder neu aufnehmen und deswegen ist ein bisschen, ja, die Breite abgeschnitten. Aber naja, ihr werdet es überleben. So, ich hoffe, das passiert mir bei diesem Video jetzt nicht. Schon länger ja keine Videos aufgenommen. Da hatte ich einfach die falsche Auflösung in Minecraft, weil ich meistens nicht den Vollbitmodus aufnehme. Jetzt aber doch. Gut, ihr seht es vielleicht schon, ich habe hier etwas umgebaut. Jetzt habe ich hier mal die Wand weggerissen und alles durch den Zaun ersetzt. Was machst du da hier draußen? Stirb. Bist du denn? Dort. Hab's durch den Zaun ersetzt. Und ich habe noch Folgendes. Ich habe hier zwei Chronotyper gecraftet. Chronotyper, die sind nicht schwer zu craften. Kosten Emerald, aber dadurch haben wir ja jede Menge schon Emerald. Purple Dust. Und ja, eigentlich immer die Standardrezepte. Also wie gesagt, mein Factory Maschinenblock Emerald. Davon habe ich mir zwei Stück hier gecraftet. Was machen die? Zwar folgendermaßen. Hier haben wir die Feeding Station. Ich habe jetzt mal nur Kühe genommen. Die produzieren ja Babys, also kleine, klitzekleine Kühe. Und der macht nichts anderes als wie Moving Babies. Also der kann in einem Feld von 5x5 Blöcken hat der. Deswegen auch den Zaun gesetzt. Eins weiter drin, also 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke. 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke. Das heißt, ist hier in diesem Raum ein Baby, dann saugt er das Baby auf. Kann man umstellen zwischen Baby und drüben wird ihr sehen, Erwachsene sozusagen, saugt das Baby auf und schmeißt es hier rein. Und ihr habt es gerade gesehen. Hier habe ich ausgewachsene Kühe genommen, beziehungsweise ausgewachsene, ja, wie sagt man dazu? Wesen? Nee. Tiere einfach. Ich weiß nicht, ob das auch mit anderen, ja, gibt es eigentlich nur Tiere, ne? Genau, sobald die ausgewachsen sind, sind sie hier auch durchgesaugt und sind hier drin. Ihr seht schon, hier sind einige drin. Ich glaube, ein paar unausgewachsene waren auch noch, weil ich das hier einstellen musste. Dann habe ich hier oben einfach zwei Tesseract genommen. Denn der braucht auch Energie. Hier, Megajoule. Da haben wir ja unsere große Anlage. Denn ich will hier nicht immer mit den Energiezentren ärgern mich. So, hier vorne bei unserem schönen Grinder habe ich mal Energiepipes dran getan, denn die brauchen natürlich auch Energie. Werden wir aber jetzt noch nicht anschließen, denn wir müssen vorher noch mal einen Dank bauen. Und es ist Nacht, das heißt für uns, wir gehen mal schlafen. Au. Ab in die Federn mit uns. So, schlafen gehen. Wir brauchen einen Dank, denn wir bekommen da. Wie heißt denn das eigentlich, was man da rausbekommt? Ja, so wie bei den Bienen bekommt man ja Liquid DNA und hier kriegt man keine Ahnung, wie das heißt. Ich weiß jetzt echt nicht mehr, wie das geheißen hat. Das ist das Sirup, ne. Mob Essenz bekommt man da raus. Also ähnlich wie die DNA. Und die kann man dann weiter benutzen. Und das werden wir auch machen. Also hier haben wir jede Menge Tiere schon. Wir brauchen einen Dank. Den bauen wir uns am besten gleich hier daneben hin. Ich habe hier schon mal diese Iron Tank Walls vorbereitet. Jetzt weiß ich nur nicht, wie groß wir den bauen sollten. Ich denke mal, den werden wir so 4x4, da werden wir einen größeren nehmen. Auf alle Fälle warten. Nee, das ist eine dämliche Zahl, das geht nicht. Da muss ich noch jeweils eins größer. Ich hoffe, den kann man überhaupt gut bauen. Ah, steht da nicht. Haben dann Server am öffentlichen, da steht schön, wie groß man bauen kann, aber ich denke mal, die Größe kann man nehmen. Na ja, komm. Ja, eins wieder noch. So würde ich mal einfach so Auge mal B, dadurch die Quadratwurzel. Dann hat man ungefähr so einen schönen Dank.
So, das war eins zu hoch. Zack. Naja. Ob das passen wird, ist natürlich fraglich, ne? Der Tank funktioniert. Ich weiß es nicht, das werden wir dann sehen. Wenn er fertig zusammengebaut ist. So. Das Wolf kommt hier rein. Mit keine Iron-Tank mehr, doch. Zack. Ja, schaut damals soweit schon gut aus. Eins setzen wir nach unten. Eins auf die Seite, eins auf die Seite, eins auf die Seite. Hier vorne kommt Glas, wenn sich das ausgeht. 3x3, ja. Das geht sich ganz genau aus. Zack. Stoppt. Ja, ja. Bescheiden aus. So, so. Hier nochmal, ich bin echt gespannt, wie viel der Tank da speichert. So großen habe ich eigentlich noch nie gebaut. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob das geht so. Von diesen Größenverhältnissen her. Mal gucken. Oh doch, es geht. Cool. 2,4 Millionen. Ah, schöne Zahl, ne? Jetzt brauchen wir das. Die brauchen, wie gesagt, Energie und man bekommt diese Mob-Essenz raus. Deswegen müssen wir hier unten dann mal... Oh, der haut wieder rein, der Stöll. Eine Pipe legen. Und zwar diese Liquidacta, Kupfer und harten Glas. So, zack, zack. Das muss ja oben rein. Hopp. Also am besten hier mal nach oben legen. Herauf. Vorne entlang hier einfach. Zack. So. Hier connected, hier auch bei jedem. Das passt. Normalfall müsste das hier rausdrücken. Also brauchen wir hier nochmal nichts mehr. In Normalfall natürlich, ne? Wohlgemerkt. Was wir aber brauchen, sind hier Kisten. 1, 2, 3, 4 Stück. Na, komm. Na, was ist denn mit dem Jetpack los? Ganz will das nicht. Gleich mal in die Einstellungen reinschauen. Ob man da noch was drehen können daran. Naja, ein bisschen können wir noch. So, geben wir mal Gas hier. Damit wir mal hier abgehen. Ich wollte jetzt Kisten. Zwar davon 4 Stück. Bei Enderkisten wären ja da fast besser, damit wir gleich ins ME-System reinfahren. Das ist Zug, die sind alle leer, ne? Die komischen Farben haben wir hier. Naja. Oh, ist Dirt. Macht eigentlich hier was? Anscheinend, ja. Der hier, ja, ja, ja. Scheint zu funktionieren soweit. Dreimal rot. Na, okay. Das haben wir. Die brauchen wir nicht mehr mit. Die können wir hier reinhauen. Das behalten wir noch. Der Baum. Ah, okay, das kommt von den Bienen, ne? Dass der so gelblich ist, weil im Normalfall ist er der so grün. Alter, 2,4 Millionen. Da brauchen wir einige Kühe dafür. Aber das wird schon klappen. Jetzt. Vor jedem links eine Truhe. Zack, zack. Oh, dann. Ich bin mal kurz überlegen. Brauchen die noch Redstone-Signal? Nein. Wir brauchen hier lediglich so ein, ja, so, genau, so wollte ich das haben. Und jetzt hier entlang, so, so. Und jetzt müsste er eigentlich, wenn ich den anschließe, alle Kühe töten. So schön langsam nach 3. Oder auch nicht, weil wir hier noch umstellen müssen auf Output. Zack. Seht ihr? Ah. Jetzt werden die Tiere hier nacheinander getötet. Bis sie weg sind. Genau, sie sind weg.
Man erhält das Fleisch bzw. Leder und Wolle von den Tieren. So. Und hier erhalten wir Monster Essence sowie die Liquid DNA von den Bienen. Hier, das dauert dann natürlich etwas länger, bis die ganzen Kühe da vorankommen. Aber da der Server ja länger läuft, also 24 Stunden, wird da hoffentlich dann mit der Zeit schon was zusammenkommen. Das lasse ich einfach laufen eine Zeit lang, dann werden wir da schon einiges zusammenbekommen. Gut, also der macht nichts anders. Dieser Mob-Grinder, den wir gebaut haben, der tötet die Tiere, je nachdem, das ist die Zeit. Sobald das abgelaufen ist, tötet er die Tiere. Und hier ist der Tank, falls man die Mob-Essenz nicht gleich direkt rauspumpt. Schaut ein bisschen grün aus. Na, so richtig giftig. Und beim Mindfactor Reloaded ist halt, man braucht überall Bildkraft-Energie. Was ja eigentlich normal sein sollte, aber es ist auch irgendwie umständlich. Wirklich, das bei jeder Maschine braucht. Eigentlich hätten wir hier uns die Desert sparen können und auch Energiepipes, ach egal. So, die da hinten sind schon wieder verliebt und machen Baby und das kommt draußen hin. Ja. Was natürlich nicht gerade vorteilhaft ist, wenn die da draußen spawnen, ne? Wie macht man das am besten? Die hier vielleicht so. Rein mit dir. Eigentlich mal so zubaut, dann dürften wir hier eigentlich keine mehr Dinge. Also, ich glaube, 3 hoch muss es sein, oder? Das ist normal. Deswegen wollte ich eigentlich einen Raum bauen. Na, geh mal Stein holen, ist besser. Bauen wir einfach mal eine dicke Wand hier drauf, dann wird das hoffentlich klappen. Nicht W, sondern Stone. Und zwar den hier. Davon mal 3 Stack. Und dann hier entlang. Dann bauen wir hier die Wand wieder ab da aus. Diesen blöden Dingens. Okay. Scheiß Duell, wie der reinhaut, das ist nicht normal. Ihr seht das selbst, ey. Es ist, was haben wir da drauf? Effizienz C3. Eigentlich auf anderen Server auch, aber das ist hier ein bisschen heftiger, meiner Meinung nach. So. Hier auch noch eine Reihe drauf. Zack. Schön rundherum. Da kann man ja auch hier schön ein Dach drauf machen, wenn man will. Ne? Mal gucken, ob sie da noch immer außen spawnen oder nicht. Und da ist gar nichts draußen. Mal gucken, ne? Sonst müssen wir uns da noch was anderes überlegen. Ist ja ziemlich eng, aber es ist leider so, dass man hier nur gewisse Größe hat, die einem zur Verfügung steht. Wir brauchen hier noch einen Chunk Loader, also ein Bird Anchor. Sonst wird hier nichts passieren, solange ich nicht da bin. Bird Anchor haben wir einen. So. Na komm, geh auf da, du blöde Tür. Nacht wird auch schon wieder, das heißt wieder schlafen gehen. So, ich werde euch gleich hier einen hinsetzen. So. Und die eine Kuh ist wieder durch und gleich wird sie getötet, wenn der auf Null ist. Komm, komm, platsch und tote sie.
Und schon fließt wieder hier die grüne Brühe. Coole Sache, ne? Das lassen wir eine Zeit lang laufen. Ich wollte schon sagen, dass die Kuh ist hier gestorben. Dabei stimmt das gar nicht. Ah, wobei, ich mache gleich hier die Mauer so fertig. So. Zack. Dann können sie hier auch... Oh. Ah, siehst du, jetzt spawnen die Kleinen drin. Dann können hier sich die Tiere auch nicht rausbacken. Das tun sie auch gern. Zack. Schön, schön. Lassen wir das arbeiten. Wir gehen nach Hause und gehen mal schlafen. Das wäre natürlich für mich jetzt auch nicht schlecht, wenn man auf die Uhr schaut. Es ist 6:30 früh. Ich bin noch immer wach. Nicht schon wieder, also noch immer. Mal schauen, wie lange noch. Ich wollte schlafen gehen und nicht das ME-System schauen. So. Dann schlafen wir mal. Gute Nacht. So. Schneller Tag, als wie ich gute Nacht gesagt habe. Auch blöd. So. Was sagt die Uhrzeit? Wir haben noch circa 8 Minuten für diese Folge. Wir entledigen uns mal ein paar Sachen und gehen mal auf Reise und schauen mal, was da unten eigentlich so los ist hier. Ui, da war ja der Bahnhof. Genau, da war ja mal was, ne? Das läuft. Kommt eigentlich nur ein Kart oder ist das gestorben? Weiß das eigentlich jemand? Schaut mal da mal aus. Spazieren wir mal hier. Ah doch, da kommt. Ja, es kommt. Hat Setzlinge mit drin? Dann können wir hier wieder einschalten. Dann soll das ja weiterfahren. Ich wollte ja nur wissen, ob es noch lebt. Hier wollte ich eigentlich auch schon mal weiterbauen. Habe ich noch nicht gemacht. Naja, es sind offene Baustellen. Das ist halt so. Hier ist alles leer. Da ist alles voll. Ah, hier, ja, hier haben wir ja auch so einen Tank gebaut. Jetzt kommt es mir erst. Ah, genau. 2,4. Genau, da ist gleich groß. Da, die laufen oder laufen nicht. Nee, die laufen nicht. Doch, nein, nein. Sollten eigentlich, oder? Eigentlich, ja. Achso, die laufen. Wahrscheinlich nur Anzeigefehler. Denn hier fließt Energie, ja, passt. Multifarben laufen auch. Wie viel von den Holz haben wir jetzt eigentlich? 10k. Wir machen eigentlich aus den restlichen Holz, machen wir da hier unten. Genau, Charcoal für unsere Anlage. Für Strom. Spitze, das funktioniert noch. Hier hinten, oh, die White Room. Die sahen alle. Da habe ich auch nicht mehr weitergemacht. Muss ich mal auch noch mal dran setzen. Die Anlage läuft noch. Funktioniert spitze. Aha. So. Ölhammer. Mal durchchecken, was wir alles haben. Honig. Kerosinöl. So, dann gucken wir nochmal. Oh, jetzt schaut das ganz andere aus, weil ich die Auflösung geändert habe. Das schaut ja cool aus. Alles in einer Reihe, ne? So richtig symmetrisch. Wir gucken nochmal nach. Hier sind wir Blender, Fischer Harvester, Ranger Fertilizer. Blockbreaker, ha? Okay. Composter, Breeder, Grinder, Auto Enchanter ist auch eine coole Sache. Kann man automatisch Bücher verzaubern lassen. Alles mit der Mob Essence, also man braucht, ich weiß nicht, wie viel Eimer Mob Essence, da kann man sich ein Buch verzaubern lassen. Das war der hier. Ejector, nee. Item Router, Liquid Crafter. Ich wollte diesen Lava-Fabrikator, den wollte ich haben. Den
Den wollte ich haben. Dazu müssen wir jetzt mal hoch. Na komm, hoch da. Zwar dafür brauchen wir Plastik, Obsidian, Magma Cream. Haben wir das vielleicht mal? Nee. Dann haben wir sowas wie Blaze Powder oder so? Nee. Haben wir überhaupt irgendwas hier? Anscheinend nicht. Was kommt da raus? Ah. Fire Enchanter. Dumm, dumm, dumm. Wo war der? Hier. Blaze. Schreibt man das mit Harden? So, Blaze. Ah, wir haben ja Blaze Votes. Da bekommen wir auch raus. Wir brauchen da 2 Stück. Gut. Und wir brauchen Slimebälle. 2 Stück. 2 Stück, 2 Stück. 2. Dann diese. Wie nennt sich die jetzt nochmal? Factory Machine. Factory Maschine. Das. Blaze Votes. Nenn ich dich. Dann Obsidian war dann noch. Irgendwo mittendrin. Ne, links, rechts. Und oben dreimal dieses Plastikzeug da. Genau, Lava Fabricator. Den schließen wir. Wo haben wir unseren Lavatank? Hier, oder? Ja. Haben wir hier noch irgendwo einen Input eigentlich auf der Seite? Nee, das heißt, wir brauchen einen Wolf. Ein Ventil. Kommen wir da ran? Genau. Haben wir nicht mehr. Haben wir nicht mehr, haben wir nicht mehr. Dann bauen wir uns das schnell. Falsche Aufgaben. Hier geht's lang. Und zwar geht das aus. Iron. Ich muss einfach mal gucken. Ich glaube so, so und ein Schalter. Nicht was. Ende das so, ja. Genau die wollte ich haben. Und wir brauchen wieder Liquid Act Pipe. Und Energie Pipe, oder? Energie. Haben wir vielleicht noch eine Deserac? Nee. Energie Pipe. So. Da geht's nach unten. Hier geht's nach unten. Dann bauen wir hier kurz den Tank ab. Dann den rein und den rein und jetzt sollte er wieder voll sein. Ja, zum Glück. Und eigentlich hier haben wir gut, dann kommt der Lava-Fabricator gleich hier direkt am Tank. So, und hier kommt gleich direkt die Energiepipe hin. Und zwar hier alles raus und hier runter. Zack, zack. Oh, so tief wollte ich jetzt nicht fallen. So. Zack, zack. Und zack. Und schon arbeitet er. Der produziert gleich Lava nach. So. Naja, Energie hat halt natürlich nicht viel. Aber er produziert schön langsam Lava noch, was ja auch nicht schlecht ist. Weil Lava kann ja nicht schaden. Das Selbstproduzieren ist natürlich auch nicht schlecht, anstatt alles aus dem Nether zu pumpen. Beziehungsweise hier haben wir eigene Lava wird erstellt. Und ich brauche jetzt Stein. Stone. Bin jetzt dämlich, oder?
Das lassen wir hier einfach so vor sich hin arbeiten. Wie gesagt, eigentlich müsste das ja vollkommen reichen. 4, 6. Ah, das füllt sich. Es reicht, es reicht. Was haben wir hier eigentlich? Lava aus Dank. Für was? Weiß kein Schwein hier. Also ich weiß es nicht mehr, für was da war. Lava aus Dank. Für was? Ah, ich glaube für unsere Anlage, ne? Die Bildcraft-Anlage. Mal gucken. Die hier. Nein. Was? ASD. Lava aus Dank. Ah, okay. Soll so sein. Lass mal lieber, weil so funktioniert das Ganze wenigstens. Aha. Wird hier keine Bildcraft-Energie verbraucht? Auch komisch. Hier mal Obsidian. Unsere 10.000 Cans, die wir hatten. Hier unsere Tanks, alle schön befüllt, ja. Der ist noch leer, der hat 2,4 Millionen, also auch ein gleich großer, wie wir schon hatten. Honig. Kerosinöl. Dann schauen wir nochmal schnell nach unseren, ja, Mob-Essenz. Wie weit die jetzt schon ist. Und dann würde ich sagen, mach mal für heute Schluss. Wir haben hier schon 3 Eimer, also so gut wie gar nichts. Aber das wird schon werden. Spätestens ein Tag, dann ist eh voll wahrscheinlich, wenn das durchgehend läuft. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Macht's gut. Hoffentlich sehen wir uns vielleicht mal auf dem öffentlichen Server. IP steht unten in der Videobeschreibung. Tschüss, bis dann.